Willkommen zurück zu Dragon Quest 11. Wir sind auf dem Weg zu den Ruinen von Eschenburg. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit ein klein wenig gelevelt. Ich glaube auch nur 2 bis 3 Level-Ups gemacht. Das ist gar nicht so viel. Was gibt's hier noch so Schönes? Wenn wir ja schon mal da sind. Aha. Gut versteckt. Stab der Schnelligkeit. Ja. Das können wir ihr mal geben. Der guten Veronica. Hat's ja schon mal gelohnt. Oh shit, das war ein Gegner. Hat mich schon etwas gewundert, aber sollte kein Problem darstellen. Wir stellen uns kurz um. Warum verfehlt er? Aber gut, die Gegner sind nicht so stark hier in diesem Gebiet. Noch einmal kurz alle heilen. Da oben ist noch eine Kiste. Aha. Wenn wir die Kiste schon sehen, dann glaube ich, können wir auch versuchen, sie zu erreichen. Das hier ist zugesperrt da vorne. Ein Lebenssamen, sehr gut. Die ganzen Samen könnten wir im Übrigen auch mal verwenden. Wir haben so viele, die ja dauerhaft diverse Attribute von uns erhöhen. Was haben wir hier? Eschenburg Haupttor. Gehen wir mal hinein. Bodo sollte ja hier auf uns warten. Er hat ja den Schillerzweig für uns, den wir endlich mal haben wollen. Der ja eigentlich auch uns gehört. Ja, wir haben das Turnier gewonnen. Also unser Zweig. Man. So this is Dundrasil. I'd heard the rumors about what happened here, but still, I never expected this. To think that not so very long ago, this was one of the world's great cities, and that it was reduced to rubble in a single night. A king and queen murdered by monsters. The princess of Heliodor too. The poor thing was only visiting. But I don't need to tell you this. They were your parents after all. So where's the old guy from the tournament, anyway? And why'd he drag us all the way out here? Ah! Look! Those torches are lit! He must be in there somewhere, waiting for us. Okay, das ist jetzt ein Fakt, den ich zum Beispiel nicht wusste. Und zwar war die Prinzessin von Heliodor auch hier im Königreich, als es angegriffen wurde. Das würde wiederum erklären, warum der König von Heliodor uns ja als den Finsteren bezeichnet, da seine Tochter wohl umgekommen ist bei diesem Angriff. Das würde zumindest Sinn machen. Deswegen uns verflucht und uns tot sehen möchte. Also würde ich so als nachvollziehbaren Grund durchaus irgendwie zulassen. Oder als halbwegs plausiblen Grund, sage ich mal.
Jemand den Tod wünschen ist natürlich nicht so geil. Ich schaue mich ein bisschen um. Ich denke mal, das stört niemanden. Wir haben noch einen Funkelfleck, der ist irgendwo hier drüben. Ich möchte natürlich noch hier diese kaputten Häuser erkunden. Hier ist ein Drachen. Als Gegner ist auch nicht so geil. Der Funkelfleck ist irgendwo hier drin, glaube ich. Oh, da kann man doch. Da kann man doch durchaus hoch. Boah. Sehr nice. Zwei Kisten. Der Funkelfleck ist nicht aufzufinden. Der muss dann doch irgendwo unten sein. Schauen wir mal. Eine Drachenschuppe. Ausrüstung. Okay. Ah, und ein Gegner. Na gut. War ja auch ein bisschen auffällig, zwei Kisten direkt nebeneinander zu finden. Rise and shine. Oh, cool. Eine Fähigkeit, womit man Verbündete wieder aufweckt. Ich habe die Kameraeinstellung, glaube ich, geändert aus Versehen. Aber wie ihr seht, kann ich sie nicht bewegen, die Kamera, und die ist jetzt so. Ich finde es jetzt nicht so geil. Um ehrlich zu sein. Wirkt ein bisschen dynamischer, ein bisschen actionreich, aber boah. Muss nicht. Schön ausgewichen. Und wir kritten ihn weg mit 154. Sauber. Did I do all right? Ich muss mir kurz die Kamera anschauen, das ist mir ein bisschen zu strange. Einen Talentsamen sogar bekommen. Holy shit, das war gut. Ja, hat es sogar gelohnt. Verschiedene Systemeinstellungen. Okay. Das hätten wir. Jetzt fehlt nur noch der eine Funkelfleck, der eigentlich hier unten hier sein müsste. Oh, hallo? Oh, oder er ist hier unten. Das könnte auch sein, aber es ist ein bisschen strange dann gemacht. Beziehungsweise, wir müssen hier rein. Haha, sehr nice. Drachenhaut, nehmen wir mit. Wir reden erstmal mit dem Kleinen. Was hat er zu sagen? Huch, wer da? Bitte, tu mir nicht weh, ich bin kein schlechter Schleim. Ich schwör's, wenn du mir nicht weh tust, verrate ich dir etwas, was dich überraschen wird. Dieser Brunnenschacht führt geradewegs in die Burg. Durch ihn kannst du ganz schleimfach zu den brennenden Feuerschalen gelangen. Ja, weil dieser Weg wird nicht funktionieren, wie man sieht. Der ist komplett zu. Dementsprechend müssen wir hier rein. Ich meine, wenn der Schleim das sagt, ne, glauben wir mal. So, ist jetzt nicht so groß. Keine Funkflecken. Also laufen wir durch, beziehungsweise rennen hier mal durch, schauen uns ein bisschen um, vielleicht gibt es da noch Kisten oder irgendwas Geheimes, was wir noch entdecken können. Dem scheint aber nicht so, wobei, na schade, ich dachte, hier wäre eine Truhe versteckt. Nö, gut, dann wollen wir nach oben. Aha. Okay. Ein Funkelfleck gibt es, den sollte ich nicht verpassen. Ah, da ist er schon. Der gute Bodo. So, you made it at last. Is it just you? Where's your friend, the girl? She has duties to attend to. She'll be glad you came, though, as am I. It's not like we had much choice. Now, where's the rainbow? We need it. Oh, you do, do you?
I suppose that's because your pal here's the Luminary. Wait. How could you... I thought you died years back, laddie. When I saw that mark in your hand at the tournament, my heart skipped more than a few beats, let me tell you. Now, come along. There's something I want to show you, if you'll indulge an old man for a wee while. Okay, wollen wir mal. Ich meine, letztendlich haben wir keine andere Wahl. Vielleicht kann er uns ein bisschen mehr über die Backstory endlich mal erklären. Also wir haben ja immer noch ein paar Story-Lücken im Kopf. Aye, this place brings back some memories, sure enough. Look, are you going to tell us who you are or what? I'd already given up most of my duties by then. I spent most of my days in the city enjoying my retirement. Oh, we had us some fun. And then the monsters came, and I lost everything. When I was your age, laddie, this was one of the finest cities you could ever hope to see. And look at it now. One night. That's all it took them to tear it all apart. Ach, just listen to me blethering on. I was going to show you something, wasn't I? Come on. Hmm? Is this somebody's grave? Aye. This is where the King and Queen of Dundrasil are buried. You mean... I do. This is your parents' grave, laddie. The grave of my daughter and son-in-law. Oh. Das erklärt nun auch, wer er ist. Wait, but that would mean you're his grandfather. These two fine young souls died, and I survived. I came to believe there must have been a reason for that. That someone had a purpose in mind for me. So I set out to learn why Dundrasil was destroyed. I've been on the road ever since. I've uncovered some of the truth in my travels. It was King Carnelian, you see. He changed. He once believed in the power of the Luminary more than any of us. But he became convinced that you were evil. That you were the Darkspawn. Ah, he's not a man I knew any longer. Folks say he blames you for everything, even the death of his daughter. How could you, old friend? There's something behind it all. The fall of Dundrasil, the change of my old comrade. I promise you, I will find out the truth. Ich hätte jetzt vermutet, dass seine Freundin, also die Jade, nenne ich sie jetzt mal, dass sie die Tochter des Königs von Heliodor wäre. Allerdings hat er jetzt auch nochmal den Tod von ihr mehr oder weniger bestätigt, also würde diese Theorie leider wegfallen. Eleanor, my girl. Erwin, I
found. I found your boy. He wasn't lost to us after all. Wobei, wer sagt? Also klar, ich glaube jetzt im Grunde genommen dran, dass die Mutter gestorben ist. Wir haben ja im Anfangsvideo gesehen, wie die Mutter ja alleine weggerannt ist. Dann war da dieses Mädchen, das uns im Arm hatte, was uns ja dann in den Fluss geschoben hat. Das war wahrscheinlich die Tochter des Königs von Helodor. Nur haben wir nie gesehen, wie die gestorben sind. Oder dass sie gestorben sind. Wobei, wer würde so lange... Ja. You're alive, laddie. Against all the odds and now you're home. Wobei, eigentlich war jetzt die Idee, wer würde seinen Tod so lange vorspielen, sage ich mal, und verdeckt bleiben. Wobei, wenn herauskommen würde, dass die Königin noch lebt, würde sie wahrscheinlich wieder aufgesucht werden und umgebracht werden, weil... Keine Ahnung, weil der Lichtbringer ja noch lebt und vielleicht weiß sie ja, wo er ist und bla bla. Wobei ja niemand wusste, dass wir noch leben. Fragen über Fragen. You have no idea how many times I've dreamed of this day. I never thought it would actually come. Will you humor an old man a while longer? There's an old royal ritual, you see. To send the souls of the departed to a better place. I'd like you to help me perform it. There's an altar up on the hill behind the castle. We'll be waiting for you there. Ja, viele, viele Fragen, die sich mir auftun bezüglich der Story, die ja immer noch sehr undurchsichtig ist. Hier ist eine Truhe. Eine Anleitung. Sehr schön. Helm und Rüstung. Saugeil. Hier war doch noch ein Funkenfleck. Ach, der ist davor. Okay. Bin ich gerade eben dran vorbei. Da sieht man ihn schon. Aber gut, wir erfahren jetzt zumindest ein bisschen was von der Story. Das finde ich schon mal geil. So nach, keine Ahnung, gefühlt 30 Spielstunden wird das auch mal Zeit. Da ist wieder so ein kleiner Geist. Hallo. Gut, wir rennen mal an ihm vorbei. Ah, er braucht ein bisschen. Der ältere Herr. Hasen. Hallo, Hasen. Och, ihr seid ja ganz lieb. Rennt nicht mal weg. Aber wird die Stimmung so... Ich nenne es mal friedlich oder ruhig bleiben? Bin mal gespannt, ob wir irgendwie unterbrochen werden. Und einen Überraschungsbesuch bekommen von diversen Leuten, die wir auch schon... getroffen haben im Spiel, die ja auch von unserer Existenz wissen und nicht unbedingt wollen, dass wir leben. Everything's ready. Thank you, Princess. It looks just perfect. Jetzt hat er sie Prinzessin genannt. Ist sie wirklich die Tochter des Königs von Helodor? Es würde Sinn machen. Da würde sich der Kreis so ein klein wenig schließen. Wait, you don't mean... If the rest of you wouldn't mind standing back here with me... Only members of the Dracilian royal family may perform the ritual. How come he called you princess? Are you? Quiet now. The ritual is about to begin.
You just follow my lead. All right, laddie. The souls of those who depart this life must all return to Yggdrasil. One life for each leaf of the great world tree. But those taken by monsters cannot return of their own accord. So our ancestors devised a ritual to send them on their way. The smoke guides them back to where they belong, to Yggdrasil's bosom. Each butterfly is a lost soul, and now they can all be at peace. You didn't die in vain, Eleanor. You saved your boy and the princess. It was a noble sacrifice you made. Thank you, my beautiful girl. And goodbye. I hope you don't mind me asking, but your mother didn't leave you anything, did she? Did she? So this letter's why you went to see King Carnelian, eh? Oh, if only she'd known. I'm sorry, laddie, you've been through so much. But I suppose if you'd not set out for Heliodor, the journey would never have led you to me, eh? Oh, Eleanor. Sorry, laddie. I'm gonna need to be alone for a wee while. Okay. Gut. Also ich find's schon krass. Ist auch so, ich finde im Moment, also dass jetzt so die Stelle zum Beispiel ziemlich gut ins Spiel reinpasst. Wenn man so, also das Spiel fühlt sich an wie so eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Ja, wir machen dieses, wir machen jenes, dann kommt ein bisschen Action rein, dann kommt jetzt sowas hier zum Beispiel, was ein bisschen down ist. Es ist alles drin in dem Game und ich finde einfach, es passt halt perfekt zusammen. So wie es aussieht, ist Jade tatsächlich die Prinzessin, die noch am Leben ist. Was ziemlich gut ist, finde ich. Also es wäre jetzt dumm gewesen, wenn das Kind am Anfang noch gestorben wäre. Was ist mit Veronica? Alles wäre viel einfacher, wenn wir die, wie diese Schmetterlinge zu Yggdrasil hochfliegen könnten. Entschuldigung, das ist wohl der falsche Zeitpunkt, um sowas Albernes zu sagen. So. Was mich jetzt ein bisschen stört oder stutzig macht, ist halt immer noch die Story von Eric und die Story von Rionaldo, weil die zwei passen noch nicht ganz ins gesamte Bild. Veronica und Serena ist ja klar, die wollen uns beschützen. Das ist so deren Lebensaufgabe, mehr oder weniger. Das ergibt Sinn. Eric hatte ganz am Anfang was von einem Seher erwähnt, von dem wir bis jetzt immer noch nicht mehr gehört haben. Bisschen strange, um ehrlich zu sein.
Und Rionaldo ist einfach so bei uns. So, Punkt. Wir haben keine Ahnung, wer er ist. Und was letztendlich seine Aufgabe ist im Gesamten. Ich glaube... Also ich vermute jetzt, dass noch ein bisschen viel Gelaber und Cutscenes kommen etc. Wäre hier ein ganz guter Punkt, um einen Cut zu setzen. Ja, um die Folge zu beenden. Und beim nächsten Mal wird es mehr Gespräche und mehr... Ja, hoffen wir mal Story und Cutscenes geben. Das war's soweit von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein!